Also es war im Amt sehr hektisch und es ist viel passiert. Jeder hat Messungen gemacht, wir haben Lebensmittel gemessen, draußen wurde die Umgebungsradioaktivität gemessen und jeder kam mit seinen Ergebnissen. Und wir hatten sehr viel Arbeit, wir hatten sehr viel Telefonanrufe und ich war eigentlich rein theoretisch Schreibtischtäter und jetzt musste ich dann plötzlich messen und wurde ganz schnell eingewiesen. Ja, nach dem Reaktorunfall ist das normale Geschäft, unsere Vorhaben oder so mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. Wir haben sehr viele Anrufe angenommen. Mein damaliger Chef war ständig in Interviews und wir haben sehr viel Proben vorbereitet. Wir haben Milch gemessen, wir haben Fleisch gemessen und vor allem Grünzeug. Damals die ersten Salate, das war wichtig und die waren auch ziemlich hoch kontaminiert. Uns hatte damals interessiert, gibt es Maßnahmen, um das zu reduzieren? Macht es was aus, wenn ich die äußeren Salatblätter wegnehme und wie viel? Dann haben wir den Salat erstmal so gemessen, ungewaschen, dann gewaschen, dann die ersten Blätter weg. Und mit den Blättern, dass man den Unterschied mit den Leuten auch irgendwie sagen konnte, wenn ihr es so macht, ist es vielleicht günstiger, könnt das reduzieren. Also, hast du es fertig? Ja. Ganz am Anfang hat es einen großen Unterschied gemacht, ob man wäscht oder nicht. Oder ob man die ersten Blätter wegnimmt. Aber das Cäsium und das Jod ist ziemlich schnell eingedrungen und dann war es mit Abwaschen nicht mehr so leicht zu beseitigen. So 10% immer, aber am Anfang war es noch mehr. Die Jodbelastung war sehr hoch und man hat damals empfohlen, Frischgemüse nicht zu verzehren als Vorsichtsmaßnahme. Und es ist auch abgelagert auf der Weide gewesen. Also sowohl durch Einatmung als auch durch die Verdauung eben haben die Kühe das sehr schnell aufgenommen. Die Tiere hat man damals von der Weide rein, weil man ziemlich schnell feststellt, dass eben das Jod so hoch wurde in der Milch. Aber die Schwierigkeit war, das war Anfang der neuen Vegetationsperiode, dass kaum noch Futter da war, um die Kühe drinnen zu halten. Ja, also auf den Wochenmärkten, die Bauern haben sich schwer getan damals, überhaupt was zu verkaufen. Die Bevölkerung hat die Geschäfte gestürmt und Konserven gekauft von aller Art. Und das, was vorher gesund war, hat man sich so sehr bedenklich gesehen. Und die Geschäfte haben sich auch darauf eingestellt. Es gab dann plötzlich Milch aus Spanien beispielsweise und da wusste man, da war nichts. In den Supermärkten gab es dann auch Zertifikate, unsere Milch wurde gemessen und hat niedrige Level oder gar keine. Die Leute waren verunsichert und direkt gefährlich hoch waren die Konzentrationen bei uns nicht, nachdem das Jod weg war. Das Jod hat eine Halbwertszeit von 8 Tagen, das heißt, nach 8 Tagen ist nur noch die Hälfte da. Und wenn man denkt, ein Käse braucht zum Reifen 3 Monate, ein Hartkäse, also da ist dann kein Jod mehr drin. Es ist so, wir wussten ja das Risiko mehr einzuschätzen wie die Bevölkerung. Die Bevölkerung hat einfach gesehen, da ist was drin, was vorher nicht drin war. Und das ist furchtbar. In der Kaffeepause hat man sich unterhalten, wer hat am meisten Cäsium oder was hast denn du gegessen, du hast so viel oder der andere hat schneller abgebaut. Das Cäsium geht in den Körper, so ähnlich wie Kalium. Wer sportlich sehr aktiv ist, baut es auch relativ schnell wieder ab. Ein Jahr nach Tschernobyl war es in den höchst belasteten Gebieten 0,5 Millisievert und insgesamt in Deutschland war es 0,1 und um München rum 0,3. Es war nicht gesundheitsgefährdend. Man hat es also in der Milch festgestellt, aber die Werte waren weit unter dem damaligen Höchstwert. Ich fuhr auf Dienstreise, völlig unabhängig von Tschernobyl, auf Dienstreise nach Bonn zu einer Bund-Länder-Sitzung und traf im Zug zufällig einen Kollegen, einen Meteorologen, der auch auf Dienstreise war, zu einer anderen Sitzung nach Bonn. Wir unterhielten uns dann über die Zeitungsmeldungen, dass hier offensichtlich irgendwo in Tschernobyl was passiert sei und dass zu diesem Zeitpunkt auch die Österreicher schon leichte Radioaktivität gemessen haben. Na ja, hat der Meteorologe gesagt, das ist gar nicht so schlimm, weil bis die Radioaktivität durch unseren vorherrschenden Westwind bei uns wieder anlangt, wenn es um die ganze Erde rumgeht, das dauert einige Wochen. Es hat nicht so lange gedauert, sondern nur ein paar Tage. Und das war für uns sehr überraschend. Den ersten Nachweis der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl war am Mittwoch, den 30.
April 1986. Wir waren gerade bei einer Besprechung im Zimmer unseres Chefs, als die Technikerin von der Ganzkörpermessanlage hochkam und hat gesagt, komisch, ich verstehe das nicht. Ich bekomme den Nulleffekt nicht mehr hin. Nulleffekt heißt, dass man vor jeder Messung natürlich den Grundzustand der Radioaktivität feststellen muss. Wir gingen dann runter zur Ganzkörpermessanlage und haben uns an den Messgeräten das Spektrum angesehen. Siehe da, es war Jod. Es war Jod 131. Jod 131 ist ein künstliches Radionuklid, das nur von Kernwaffen oder in diesem Fall von der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl hervorgerufen wird. Der nächste Schritt war von Bonn aus die Einberufung der sogenannten Strahlenschutzkommission des Bundes. Dort drin saßen verschiedene Physiker, Mediziner und Strahlenschützer der verschiedenen Universitäten und Großforschungseinrichtungen. Die haben sich dann noch am 1. Mai darüber gebeugt und haben Verzehrsempfehlungen herausgegeben. Diese Verzehrsempfehlungen waren zum Beispiel Vermeidung von Frischobst, Vermeidung von Frischgemüse, keine Frischmilch trinken, Aufstallen der Kühe, Wiederholung der Winterfütterung, obwohl das schwierig war, weil kaum Winterfutter noch vorhanden war, um eine größere Kontamination des Körpers zu vermeiden. Die Bevölkerung war zu diesem Zeitpunkt extrem verunsichert, da es von verschiedensten Seiten teilweise konträre Verhaltensempfehlungen gab. Einerseits hat es geheißen, bleibt in den Häusern, geht nicht mehr raus. Andererseits hat es geheißen, es genügt, wenn ihr euch die Hände wascht und die Schuhe wechselt, bevor ihr ins Haus geht. Und das Allerwichtigste ist, dass ihr möglichst wenig radioaktive Stoffe in den Körper hineinbekommt, sprich Kontrolle der Lebensmittel und des Aufenthalts im Freien. Am 30. April abends war ich mit meiner Frau auf einer Veranstaltung Tanz in den Mai und während dieser Zeit gab es in München heftige Gewitter, wo offensichtlich auch die Hauptmenge der radioaktiven Stoffe nass niedergeschlagen worden sind. Die Gewitter waren nicht flächendeckend, sondern örtlich sehr begrenzt. Insbesondere gab es dann sogenannte Hotspots im Ebersberger Forst, im Berchtesgadener Land, bei Garmisch, im oberschwäbischen Bereich und insbesondere im Bayerischen Wald in der Nähe von Zwiesel. Dort hatten wir dann auch später gemessen, dass hier erhebliche Mengen von Cäsium 137 niedergeschlagen worden sind. In Bayern gab es große Untersuchungsvorhaben, um eventuelle Schädigungen bei den Strahlenexponierten festzustellen. Man hat zum Beispiel untersucht Schädigungen durch die Einwirkung von radioaktiven Stoffen bei Kleinkindern. Ist die Inzidenz durch Frühgeburten erhöht? Gab es Leukämie-Mehrfälle? Gab es Kindertumoren? Und man hat in Bayern nichts festgestellt, obwohl das das hauptbeaufschlagte Gebiet von ganz Deutschland war. Am 28. April 1986 wurde in der Tagesschau zum ersten Mal eine Meldung verbreitet, dass in Schweden bei einem Atomkraftwerk eine erhöhte Radioaktivität festgestellt wurde. Die Ursache dieser Radioaktivität konnte aber nicht bestimmt werden. Erst einige Tage später zeigte sich auch in Deutschland, dass in der Luft eine erhöhte Radioaktivität gemessen wurde. Im Laufe der nächsten Tage wurde auch an den verschiedensten Stellen in Deutschland eine erhöhte Radioaktivität festgestellt. Ich wurde hier schon stutzig, als ich am 30. April nach Hause fahren wollte und ein Kollege sagte mir, seine Messinstrumente hier vor Ort, die spinnen, die schlagen aus und er wusste überhaupt nicht, warum die ausschlagen. Und war total betroffen, dass so hohe Radioaktivitäten hier festzustellen waren.
in den Wochen nach den Maifeierlichkeiten konnte auch in Russland nicht mehr verborgen werden, dass ein Unfall passiert ist, vor allem weil auch die russische Seite Hilfe benötigte. Aber was im Einzelnen passiert, ob das eine Versuchsexplosion, ob das ein Unfall war, war unbekannt. Ich wurde dann unmittelbar damit konfrontiert, als ich auf einem Ärztekongress einen Vortrag hielt über die Gefährlichkeit von Röntgenuntersuchungen in der Medizin, weil das Ministerium herangetreten war an das damalige Institut für Strahlenhygiene einen Experten zu schicken, der unter Umständen die Presse- und Informationsstelle auch über Strahlengefahren aufklärt, weil jetzt es so, doch so aussah, als sei Sachverstand notwendig. Wichtig war im ersten einmal, dass über die Strahlengefahren aufgeklärt wird. Was könnte passieren? Und was ist passiert? Vor allem war wichtig, die Messung, die jetzt schon an den verschiedenen Stellen auch sehr widersprüchlich publiziert wurden in Fernsehen und auch in den Zeitungen damals, dass diese Messungen erklärt wurden. Ich war auch total unsicher, was passiert. Und ich habe auch drei Kinder und wusste nicht, was soll man jetzt an Maßnahmen ergreifen. Deshalb musste ich mich auch erstmal schlau machen und fand dann doch schon einige Sachen sehr bedenkenswert, die auftreten könnten. Und das war auch, was im Ministerium gefunden wurde, dass eben dieser Verunsicherung gegengearbeitet werden musste. Die Beunruhigung kam vor allem durch Medienberichte zustande, weil bestimmte Gruppen von Wissenschaftlern sehr widersprüchliche Ergebnisse präsentierten, die meinten, sie hätten Fehlbildungen, Schäden, Chromosomenschäden festgestellt. Das hat sich aber unter strengen wissenschaftlichen Kriterien nicht bewahrheitet. Die ersten Tage nach den Meldungen über Tschernobyl habe ich als eine der stressigsten Tage erlebt. Niemand hat geguckt, ist jetzt die 40-Stunden-Woche erfüllt, sondern wir haben einfach so gearbeitet, wie es uns erschien, dass es am zweckmäßigsten ist. Zum Beispiel, nur um ein Beispiel zu erwähnen, ein ganz großes Bedenken war bei der Bevölkerung mit Milchprodukten, dass die Milch oder Joghurt, Quark verseucht sind mit radioaktivem Jod. Und deshalb haben wir hier im Amt, bevor Milchprodukte ausgeliefert wurden an die Supermärkte, kamen die Molkereien hierher und haben ihre Produkte zum Messen hier erst einmal abgeliefert und auf Unbedenklichkeit prüfen lassen, bevor sie ausgeliefert wurden. Aufgrund der unsicheren Nachrichtenlage aus Russland war die Bedenken der Bevölkerung schon begründet. So, jetzt muss ich das erst einstellen. Moment. Es hat irgendwann angefangen zu regnen, das war aber nach dem 26. April. Und dass dann die Panik so langsam auch in Deutschland losging, gerade hier auch im Großraum München, weil keiner genau wusste, wie gefährlich das ist. Ja, das ging von, es ist überhaupt nicht gefährlich, zu extrem gefährlich. Und wir hier haben natürlich schon ein bisschen mehr Informationen bekommen, aber es war im Vergleich, das war eben ein eiserner Vorhang früher, also da war der Informationsfluss eben gleich null. Das ist schwierig für jemanden, der nicht mit Strahlung zu tun hat, ja, weil das eben nicht greifbar ist, das Ganze. Dass das schwierig ist, es zu begreifen, ist völlig klar. Ich meine, wo ich Verständnis habe und auch gehabt habe zu dem Zeitpunkt, war für Schwangere, für Familien mit Kindern, die natürlich zum Teil sehr verunsichert waren. Zunächst war die Situation sehr unklar. Also man wusste aus der Presse, dass in
Schweden eine erhöhte Radioaktivität gemessen worden ist, aber es war nicht klar, wo die herkommt. Es wurde dann auch in Deutschland eine erhöhte Radioaktivität gemessen, auch hier bei uns im Haus. Das war alles sehr, Gerüchteküche hat rumort und keiner wusste genau, was da passiert ist. Später wurde das immer etwas klarer, dass da eben ein Unfall passiert war in Tschernobyl. Beängstigend war das für mich nicht. Es ist erstmal schon sehr lange her, um das jetzt richtig einzusortieren. Also es war dadurch, dass ich vielleicht vom Hintergrund schon ein bisschen eine Ahnung hatte über Strahlung, war klar, dass natürlich nicht ganz ungefährlich sein kann, aber dass die Höhe der Strahlung doch wahrscheinlich nicht so hoch ist, dass jetzt für Deutschland ein Gesundheitsrisiko besteht. Ich habe meinen Freunden und Verwandten, die natürlich immer sehr interessiert waren, inwieweit die Informationen stimmen, die auch durch die Presse gingen, immer eigentlich die Informationen, die ich hier bekommen habe, dass man abwarten muss, dass man erstmal genauere Informationen sammeln muss, bevor eine Panik hier losgetreten wird. Ich bin hier seit 1985 und war also gerade ungefähr ein Dreivierteljahr hier beschäftigt beim damaligen Bundesgesundheitsamt, als der Unfall in Tschernobyl passiert ist. Es war eine stressige Zeit aus dem Grund, weil wir ja ungefähr nach einer Woche, nachdem der Unfall passiert war, hier Blutproben zugeschickt bekommen haben. Ein sehr emotionales Gefühl, weil wir auch nicht wussten, wie viele Blutproben im Endeffekt auch noch zu uns kommen. Und zwar haben wir Blutproben von Leuten aus Deutschland auch untersucht, und zwar aus Süddeutschland, aus dem Raum Berchtesgaden. Das war das Gebiet in Deutschland, das am höchsten vom Fallout betroffen war. Die Strahlenexposition in Berchtesgaden war im Vergleich zu den anderen Gruppen, die wir untersucht haben, aus Deutschland nicht erhöht. Also früher war das so, dass eben am Mikroskop direkt der Objektträger eingelegt worden ist. Es wurde meanderartig die Objektträger abgescannt mit der Hand. Ja. Jede Zelle wurde registriert, und sobald ein Schaden drin ist, hat man das eben im Mikroskop ausgewertet. Und wenn Schäden drin waren, hat man ein Foto gemacht. Also auf dem Mikroskop war ein Foto angebracht, mit einem normalen Film. Das Ganze musste dann entwickelt werden und musste dann ausgewertet werden auf dem Foto. Wir brauchen eine kleine Menge, 5 Milliliter Blut, und in diesem Blut schaut man nach Chromosomschäden, und zwar an den weißen Blutkörperchen. Das ist sehr arbeitsintensiv, und je mehr Blutproben man natürlich bekommt, umso mehr Arbeit ist das. Das muss alles aufeinander abgestimmt sein, und so viele Blutproben auf einmal bekommt man also nicht jeden Tag, und das war für mich natürlich auch der Einstieg in so einen großen Strahlenunfall. Ich bin damals eher ein Befürworter der Nutzung der Atomenergie gesehen, aus sehr pragmatischen Gründen einerseits, weil auch ich gesehen habe, dass die DDR auf Dauer nicht von Braunkohle alleine ihre Elektroenergieversorgung sicherstellen können würde. Und ich habe das ehrlich gesagt auch für eine Hochtechnologie gehalten, und als relativ junger Mensch damals, als frisch ausgebildeter Physiker, war das für mich auch eine Herausforderung. Ich habe es durchaus begrüßt, dass die DDR diesen Weg gegangen ist. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl hat mich außerhalb meines Dienstes für das Staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz erwischt. Ich hatte damals gerade einen dreimonatigen sogenannten Reservedienst bei der Nationalen Volksarmee abzuleisten, und die ersten Nachrichten über dieses Unglück haben mich während eines Wachdienstes erwischt, irgendwo um den Zeitraum 28. 29. April, sollte aber wenige Tage später wieder zum Dienst erscheinen, und war natürlich hoch gespannt, was mich dann erwarten würde, weil ich in der Tat das Gefühl hatte, dass ich jetzt gebraucht wurde, dass in großem Stil Umweltmessungen gemacht werden müssten, und das trat dann auch ein. Ich bin also ich glaube, es war der 5. Mai, dann wieder zum Dienst erschienen, da wartete man schon händeringend auf mich.
Wir hatten zwar Experten, die auf Umweltradioaktivitätsmessungen spezialisiert waren, dazu gehörte ich nicht, aber deren Kapazitäten reichten in dieser Situation bei weitem nicht aus. Und ich war dann in den nächsten Tagen und Wochen damit beschäftigt, zu improvisieren, Messeinrichtungen aufzubauen, mit denen die Vielzahl von Proben, die in dem damaligen staatlichen Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz eingingen, auch gemessen werden konnten auf Radioaktivität. Es gab andere Herangehensweisen insofern, dass nach meiner Erinnerung die DDR ein Problem hatte. Sie wollte nach Möglichkeit den Reaktorunfall und seine Folgen herunterspielen. Man hatte in der DDR das Problem, dass man stark auf den Ausbau der Kernenergie setzte und Informationen, Meldungen, die Besorgnisse in der Bevölkerung hervorriefen, waren nicht unbedingt willkommen. Insofern gab es von Anfang an eher die Tendenz, das Ereignis kleinzureden. Zusätzlich passte natürlich überhaupt nicht ins Bild, dass das radioaktive Cäsium und das radioaktive Jod eben aus der Sowjetunion stammte. Ich glaube, man hätte es sehr wohl anders bewertet, wenn es aus dem Westen Deutschlands oder aus Westeuropa zu uns gekommen wäre. Man hätte es, denke ich, nicht vom radiologischen Standpunkt her anders bewertet, aber politisch hat es natürlich eine ganz andere Dimension gehabt. Es war die Zeit, in der die Sowjetunion ohnehin im Umbruch war. Es war die Gorbatschow-Zeit. Man hatte ohnehin Sorge, dass das gesamte Konstrukt Sozialismus, Kommunismus irgendwo ins Wanken geraten könnte. Und da war der Unfall von Tschernobyl natürlich durchaus auch von einer gewissen Relevanz. Wir alle wissen, dass Tschernobyl relativ weit weg von Deutschland war. Die Auswirkungen auf Deutschland, auch auf die DDR, waren spürbar, wenngleich nicht dramatisch. Insbesondere auch in der DDR nicht dramatisch. Aber sie waren eben weithin spürbar. Und die Dramen, die sich dort direkt auch abgespielt haben vor Ort in Tschernobyl, die hätte ich mir in dem dicht besiedelten Gebiet um die dicht besiedelten Gebieten um die Kernkraftwerke in der DDR oder in der Bundesrepublik nicht vorstellen mögen. In der Folge des Reaktorunfalls von Tschernobyl habe ich schon stärker darüber nachgedacht, ob diese Kernenergienutzung sinnvoll und vertretbar ist. Für mich ist es auch eine Frage, welche Alternativen man hat. Und ich denke, man hat heute Alternativen, es gibt alternative Energiequellen. Es gibt nicht mehr diese unbedingte Abhängigkeit von der Kernenergie. Und im Übrigen hat es inzwischen natürlich auch noch andere Ereignisse gegeben, nicht? Fukushima. Das alles darf man nicht vergessen. Also aus meiner Sicht hat diese Kernenergie als diese Technologie letztlich ihre Existenzberechtigung verloren.